Michael, sehr schönen guten Morgen. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast fürs Interview. Ich hatte dich im Vorfeld ja schon über die Interviewreihe informiert. Diesbezüglich möchte ich die gar nicht großartig vorstellen, sondern würde mich freuen, wenn du dich mal präsentieren könntest, à la Elevator Pitch mit den Titel, Thesen und Themen, mit denen du heute unterwegs bist. Ja, vielen Dank, Michael, dass ich hier die Möglichkeit habe, mit dir zu reden und dieses Interview aufzuzeichnen. Ich heiße Michael Omori Kirchner, und arbeite als Trainer und Coach für Kreative, helfe ihnen dabei, ihre eigene Leistung gut zu vermarkten, damit sie nicht nur zufrieden mit der Arbeit sind, sondern von der Arbeit auch gut leben können. Warum kann ich das? Zum einen, weil ich selber als Fotograf arbeite. Seit etwa 14 Jahren bin ich als Porträt- und Businessfotograf unterwegs. Das ist die eine Argumentation. Ich habe selber viele Dinge erlebt, viele Dinge ausprobiert, auch Fehler gemacht natürlich. Und aus diesem Erfahrungsschatz gebe ich das gerne an andere Kreative weiter. Und die andere Argumentation, warum ich das gut weitergeben kann, ist, ich bin von der Ausbildung her Unternehmensberater und Coach und habe viele Jahre in der Industrie gearbeitet und bringe deswegen dieses methodische Wissen wieder, um meine Dinge, die ich so weitervermitteln möchte, auch tatsächlich an den Mann bringen zu können. Ja, das war so mein kurzer Pitch. Fantastisch. Wenn du jetzt mal so zurückschaust, gab es dann für diese Themenwelt an sich, Thema Kreativität, Fotografie, irgendeine Initialzündung? Sprich, warst du, das war ja noch so unsere Zeit, früher schon mit der Polaroid unterwegs und hast gesagt, ja, ich habe gern Spaß, Momente aufzunehmen und die vielleicht in kreativen Geschichten zu integrieren und oder wie bist du da in diese Themenwelt letzten Endes hineingeraten? Naja gut, Fotografie, das hat, glaube ich, jeder zweite Junge als Hobby irgendwann mal. Spielt er mit einer Kamera rum, probiert was, ist fasziniert von den Möglichkeiten. Aber ich muss ehrlich zugeben, bei mir hat es erst dann wieder den Anstoß gegeben, als die digitale Welt aufkam und ich von den Möglichkeiten, die die Digitalkamera gegeben hat oder mit sich gebracht hat, fasziniert war. Das war das eine. Und das andere war, dass ein Freund von mir ein Fotostudio hatte. Oder hat immer noch. Und dort durfte ich zu Anfang zuschauen, dann mitmachen und habe dadurch viel profitiert und habe dann einfach gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht. Und so bin ich dabei geblieben. Unternehmensberater und Fotografie, ja, ist für mich ja eigentlich fast schon zwei Gegensätze, weil Fotografie setzt eine gewisse Art von Kreativität, Freiräumen eigentlich ja, vor. Andererseits Unternehmensberatung heißt auch, sich in bestimmten stringenten Prozessen immer wiederkehrend hineinzufinden, um vielleicht das Optimale für sich zu kreieren. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dann sagst, du trainierst da Leute, um diese Kreativität oder um diese Themenwelt überhaupt für sich zu ergründen? Also ehrlich muss ich zugeben, so der riesenkreative Mensch bin ich gar nicht. Es gibt Leute, die sind sehr viel kreativer als ich, erschaffen Bildwelten, stellen sich Dinge vor, machen da ganz tolle Composings oder was auch immer. Meine Qualitäten als Fotograf liegen in der Zusammenarbeit mit Menschen vor meiner Kamera. Ich bin sehr stark, wenn ich mit Leuten arbeiten darf, die sich vielleicht ein bisschen unwohl fühlen vor der Kamera, aber trotzdem dringend ein gutes Bild brauchen für ihre Unternehmenspräsentation, für ihre Website, was auch immer. Und da bin ich stark, diesen Leuten die Sicherheit zu geben, sich vor der Kamera so zu bewegen, damit das gut rüberkommt. Und wenn man sich das betrachtet, dann ist der Unterschied zu Coaching gar nicht so groß. Ganz im Gegenteil. Letztendlich ist ein Fotograf auch so eine Art Coach oder so jemand, der auf der psychologischen Ebene arbeitet, der also mit den Leuten, mit denen er gemeinsam dort ein Projekt umsetzt, auf dieser Ebene arbeitet und deswegen passt das ganz gut für mich zusammen. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, ist ja eigentlich eine aussterbende Spezies, weil mittlerweile jeder mit seinem Handy und den Dingen, die er eigentlich als Bordmittel mit hat, selber sein eigener Fotograf ist, ob es jetzt angefangen ist mit den schnell geschossenen Selfies oder sonstiges, als auch natürlich die Plattformen im Internet, die da sind, wo man natürlich wunderbar schönes Bildmaterial sich einkaufen kann. Wo sind aber immer noch die Freiräume, die Nischen, wo man einfach sagt, stopp mal, das ist vielleicht eher Masse. Wenn man Klasse haben will, muss man doch jemanden wie dich mit ins Boot nehmen. Aussterben würde ich nicht sagen, aber stark verändern. Das ist, glaube ich, die Situation. Der Markt für Fotografen verändert sich sehr stark.
Die Anforderungen verändern sich, die Kundenwünsche verändern sich. Bestimmte Dinge gibt es entweder gar nicht mehr oder in einer sehr stark veränderten Form, wenn man sich allein das Thema Stockfotografie anguckt. Ich denke, die Preise, die man heute für Stockfotos bezahlt, von unter einem Euro teilweise, die hat es vor 10 oder 20 Jahren nicht gegeben. Da hat man deutlich mehr Geld dafür zahlen müssen. Da gab es auch die technischen Möglichkeiten nicht, da gab es diese Internetgeschichte nicht so, sondern da hat man sich Dias zuschicken lassen müssen zur Auswahl, hat dann eins ausgenommen, hat es wieder zurückgeschickt. Das kann sich heute kaum noch jemand vorstellen. Also das heißt, da gibt es einfach starke Veränderungen. Und natürlich gibt es auch Veränderungen auf dem Markt. Durch die Öffnung, durch den Entfall des Meisterzwangs, vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren war das, dass man jetzt nicht mehr eine Ausbildung als Fotograf haben muss, um als Fotograf arbeiten zu dürfen, hat sich natürlich auch im Markt auch sehr viel verändert. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist größer geworden. Es gibt mehr Leute, die um Kunden suchen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder einen stärkeren Bedarf an Bildern. Also die Welt heutzutage ist viel visueller geworden als vor einigen Jahren noch. Das heißt, es werden viele Bilder gebraucht. Und wo ich dann ins Spiel komme, ist so dieses Thema, wenn jetzt ein, nehmen wir mal das Beispiel, ein Rechtsanwalt für seine Homepage ein gutes Foto braucht. Das kann er nicht für 5 Euro bei einem Stock einkaufen. Und da kann er auch nicht einen Einsteiger engagieren, der noch mit den, wie soll ich sagen, mit den technischen Finessen seiner Kamera kämpft, sondern da braucht es einfach jemanden, der die Erfahrung hat, mit so jemandem umgehen zu können. Und das braucht dann schon ein paar Jahre, bis man das so weit drauf hat, dass man da wirklich für jemanden, der, wie gesagt, sich unwohl fühlt vor der Kamera, wenig Zeit hat und aber trotzdem hochwertiges Bild braucht, der das auf den Punkt tatsächlich hinbekommt. Und dieser Bedarf, der wird so schnell nicht aussterben, ganz im Gegenteil, der wird in meinen Augen sogar noch wichtiger werden. Du hast das Thema Website angesprochen. Inwieweit ist das für dich gerade, wo du sagtest, du bist über die digitale Fotografie da sehr stark eingestiegen in den Bereich, für dich mit in eine Basis, mit der du dich präsentieren musst natürlich, auch in einer, denke ich mal, sehr guten, hohen Qualität, weil du natürlich dort auch schon vermitteln musst, was du an Leistung erbringen kannst, und wie weit nutzt du da auch in dem Zusammenspiel die Möglichkeiten über Social Media oder andere Online-Möglichkeiten, E-Mail, Newsletter oder sonstiges, da die Leute zu dir zu ziehen? Also Website ist natürlich Basis, ist klar, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Die Website ist für jeden Selbstständigen, der sich an Kunden wendet, Grundvoraussetzung, weil egal wo man jemanden trifft, derjenige geht anschließend ins Netz und guckt, was ist denn das für jemand, mit dem ich mich da unterhalten habe, was hat denn der so anzubieten, wie sieht denn das aus, das ist ganz klar. Also das ist Grundvoraussetzung. Jetzt hast du das Thema Newsletter angesprochen. Newsletter finde ich für meine Kunden, die zu mir als Coach und Trainer kommen, sehr, sehr wichtig, weil ich darüber einfach Kompetenz zeigen kann. Ich kann zeigen, wie denke ich, wie arbeite ich, was kann ich meinen Coaching-Klienten geben. Und da gebe ich, ich sag mal, kostenlose Beispielarbeiten, helfe den Leuten weiter, helfe denen auch gerne weiter, selbst wenn sie hinterher keine Kunden werden. Und ab und zu kommt es dann aber vor, dass sie sagen, ach, das war jetzt gut, das hat mir geholfen, dann gehe ich auch hin zu einem Training, zu einem Seminar oder zu einem persönlichen Coaching. Und diese ganzen digitalen Möglichkeiten, ob das jetzt Newsletter ist, ob es Facebook ist, ob es Website ist, die faszinieren mich schon sehr stark. Also ich finde das eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um sich heutzutage zu präsentieren, auch wenn es nicht ausreichend ist, also nicht endgültig ausreichend ist. Also ich bin der Meinung, man kann sich nicht nur digital präsentieren, sondern der persönliche Kontakt, der ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Das heißt, letzten Endes finden die Leute auch übers Netz zu dir, das heißt, die geben irgendwelche speziellen Schlüsselwörter zu deinem Themengebiet in den Suchmaschinen ein, finden dich und buchen dann bei dir Seminare oder Trainings? Ja gut, das mit den Seminaren, das ist in meiner Wahrnehmung schon so, dass erstmal ein bisschen Vertrauen wachsen muss. Man geht nicht zu einem 500-Euro-Seminar, also ich habe eins, das kostet ungefähr 500 Euro, ein anderes kostet ungefähr 200 Euro. Selbst wenn es nur 200 Euro sind, ist es eine Investition, die man sich erstmal überlegt. Das heißt, man informiert sich, man guckt, was ist das für jemand,
Kann der das? Kann der überhaupt die Dinge vermitteln, die er da verspricht? Hat er das selber erfolgreich bewiesen, was ich bei Trainern und Coaches auch immer wichtig finde? Erzählen kann man viel, aber zeigen, ob es so funktioniert, ist dann die nächste Geschichte. Das heißt, da braucht es in meiner Erfahrung erstmal so eine gewisse Zeit der, ich nenne es mal Beobachtung, wo dann einfach Leute sagen, ich gucke mir mal an, was der so macht. Ich gucke mir das mal an und wenn ich dann den Eindruck habe, dass das gut ist, dann buche ich ein Seminar. Bei meiner Tätigkeit als Fotograf geht das häufig schneller. Das heißt, da kann es tatsächlich vorkommen, dass jemand in die Suche eingibt, Fotograf, irgendwas, auf meine Homepage kommt, sich das Portfolio anschaut und dann entscheidet, passt oder passt nicht. Das heißt, du bist dann unabhängig von dort auch noch auf anderen Plattformen unterwegs, du hast ja Social Media schon angesprochen. Ich denke mal, Netzwerke wie Xing oder LinkedIn werden mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise dazugehören. Gibt es für deinen Themenschwerpunkt denn auch separate Plattformen, wo nur Fotografen sich tummeln, die sich dort präsentieren, oder geht es da rein über die Suchmaschinen? Also diese Fotografen-Suchplattformen, da gibt es immer wieder große Diskussionen, bringen die was, bringen die nichts. Ich habe damit eher negative Erfahrungen gemacht oder keine guten Erfahrungen gemacht, sagen wir es mal so. Weil das Problem ist halt, wir müssen überlegen, was machen die Kunden, wenn die jemanden suchen? Kennen die diese Fotografenportale, wo man Fotografen findet? Wenn sie die kennen, dann ist es häufig so, dass das so Preisdrücker-Menschen sind, die bei Groupon zum Beispiel nach einem Fotoshooting für 29 Euro suchen. Die Kunden will ich ohnehin nicht haben. Und diese Spezialfotografen-Suchportale, die es gibt, die auch teilweise erfolgreich sein mögen, in meinen Augen oder meine Kunden finden da einfach nicht hin. Meine Kunden sind da eher so, dass sie sagen, Mensch, ich kenne Google, da tippe ich mal ein, was ich will und dann gucke ich mal, was kommt. Ja, das ist ja der Weg, den die meisten Kunden wählen. Und wenn die Kunden den Weg wählen, dann muss man denen auch auf dem Weg entgegenkommen. Jetzt kommt immer so der Zeitpunkt des Interviews, wo ich eine gewagte These in den Raum werfe. Nämlich, wenn ich jetzt so schaue, wie du dich entwickelt hast in Verbindung mit den verschiedenen Bereichen, die du gelernt hast, könnte ich da mich hinreißen lassen zu sagen, dass der Michael Kirchner in seinem Leben noch keine große Herausforderung, noch kein Lerneffekt, zu Deutsch gesagt, noch nie auf die Fresse gegangen ist? Oder gab es gerade da in diesem Zusammenspiel dieser Themenwelten, die du verschnürt hast zu einem Dienstleistungspaket, sage ich jetzt mal, doch mal Momente, wo du sagst, natürlich gerade wenn man wagt und riskiert, geht man mal auf dünnes Eis, schlägt vielleicht kurz auf, geht vielleicht auch kurz unter, rappelt sich wieder hoch, sodass du so eine Situation mal darstellen könntest, wie sie war, wie du mit ihr umgegangen bist und was du vielleicht sogar im Nachgang daraus gelernt hast, um vielleicht sogar da heute zu sein, wo du heute bist? Du hast vollkommen recht, auf dünnes Eis sich begeben, Risiken eingehen, nach vorne gehen, auch Dinge ausprobieren, die man nicht 100%, wie soll ich sagen, kontrollieren kann, ist in meinen Augen erforderlich, sollte man machen, mache ich auch regelmäßig. So richtig eingebrochen bin ich noch nie. Weiß ich jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich nicht eingebrochen bin oder dass ich es nicht gemerkt habe. Es passiert mir natürlich relativ häufig, dass ich bestimmte Dinge tue, die ich im Nachhinein nochmal reflektiere und sage, das war jetzt nicht so der Hit, das hättest du anders machen sollen. Das ist für mich aber ein Lerneffekt. Das ist ein Lerneffekt, der mich einfach dazu bringt, das beim nächsten Mal wieder anders zu machen. Es hat bei mir noch nie so schwerwiegende Auswirkungen gehabt, dass ich jetzt da wirklich sehr stark unter leiden musste, glücklicherweise. Und ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, wenn man Risiken eingeht, dann zahlt sich das aus. Es ist häufiger andersrum eher so, dass man sich ärgert, dass man ein bestimmtes Risiko nicht eingegangen ist, weil man dann sagt, Mensch, da hättest du das und das erreichen können, hättest du das und das machen können. Das heißt, das Risiko ist auf der anderen Seite eigentlich sogar noch größer, dass man Chancen nicht wahrnimmt, dass man bestimmte Dinge verpasst und sich dann im Nachhinein ärgert. Ich habe ja erzählt, dass ich lange Jahre in der Industrie gearbeitet habe und irgendwann mich dann wieder selbstständig gemacht habe. Da hätte man auch überlegen können, das 2 Jahre früher zu machen. Ne? Und ich habe dann gesagt, nee, ich möchte das schon gut durchdenken, ich möchte gucken, trägt das finanziell und so weiter. Letztendlich bin ich natürlich ein Risiko eingegangen. Klar, wenn man sich selbstständig macht aus einem festen Angestellten-Dasein, ist immer ein Risiko. Aber wie gesagt, nach vorne gucken, weitergehen und jede negative Auswirkung hat auch immer was Positives in sich, wo man dann daraus lernen kann, dann stärker werden kann und einfach weiter nach vorne geht.
Du strahlst im Interview eine gewisse Ruhe und Gelassenheit aus. Gibt es etwas, was du dafür tust, sprich gerade auch um diesen dynamischen Welten zu begegnen, um auch immer die passenden Ideen für deine Kunden und Projekte zu haben? Sprich, achtest du auf die Ernährung oder machst viel Sport oder gibt es andere Ausgleiche oder sagst du einfach, du bist so vom Herzen her im Thema drin, dass es sowieso sich gar nicht wie Arbeit anfühlt, sondern eigentlich schon wie eine Art bezahlter Ausgleich ist? Ich finde, das sollte auch so sein, dass man in seiner Tätigkeit aufgeht, dass man das tut, was einem Spaß macht, wo man für brennt, wo man für lebt, wo man einfach auch seine besten Fähigkeiten einbringen kann. Und ich habe wirklich auch die Erfahrung gemacht, dass genau das einem die Ruhe und Sicherheit bringt. Wenn man sich halt nicht zu sehr von anderen Leuten beeinflussen lässt, nicht zu sehr darauf guckt, was erwarten andere von mir, was soll ich machen, was sagt der, was sagt der, sondern wenn man auf sich selber hört, wenn man selber, ja, wie soll ich sagen, auch das tut, wo man selber von überzeugt ist. Auch wenn es Leute gibt, die das vielleicht ein bisschen anders sehen, aber durch diese, wie soll ich sagen, durch diese selbstbestimmte Vorgehensweise überzeugt man dann auch die anderen Leute, dass man dann wirklich den Eindruck bei anderen erweckt, Mensch, da ist jemand, der ist von dem überzeugt, was er macht, der steht da voll hinter, der macht das gerne, der macht das gut, das wird was sein. Und das gibt mir dann wiederum wieder die Sicherheit. Und wenn ich einfach sehe, das kommt an, das finden Leute gut, nicht alle. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ach, das ist alles Käse, was der Kerl da macht oder wie der fotografiert oder was der berät oder was auch immer. Das wird es immer geben. Das ist überhaupt nicht tragisch, solange es ausreichend viele Leute gibt, die das andersrum gut finden, was ich tue. Sport und Ernährung, ja, da habe ich Handlungsbedarf. Sportlich bin ich ein bisschen. Ernährung achte ich drauf, dass ich nur gesunde Dinge zu mir nehme. Ich koche auch sehr viel selber. Ich versuche sämtliche Dinge, die aus Kartons kommen, zu vermeiden, schaffe das auch weitgehend. Ich möchte das Zeug selber kochen. Also wenn ich eine Pizza mache, dann mache ich die wirklich selber und nehme sie nicht von Dr. Oetker oder so. Wenn jetzt jemand im Nachgang noch mehr über dich erfahren möchte, wie lautet die Website, auf welchen sozialen Kanälen bist du unterwegs und wie zu erreichen, als auch Netzwerken oder Xing oder LinkedIn, Entschuldigung. Also mein wichtigster Kanal zu meinen Kunden, die sich für meine Beratung interessieren, ist mein Newsletter. Und den stellte ich auch so, dass ich da wirklich viel Mehrwert den Leuten mitgebe, damit sie das auch nicht wieder abbestellen, weil man kann es ja mit einem Klick wieder abbestellen. Und den findet man auf meiner Website creativebiz.de. Da gibt es dann auch E-Books und die Seminartermine und so weiter. Das ist die eine Geschichte. Und wer mich als Fotograf buchen möchte, unter der Website omori.de. Fantastisch. Dann würde ich sagen, danke ich dir fürs Interview. Wünsche dir weiterhin diese Freude, diesen Spaß, der dazu führt, dass du so ausgeglichen wirkst, wie vorhin schon genannt. Und genauso dann weiter deinen Zielen hinterher oder vorauseilst, um da weiterhin dieses auszustrahlen. Ganz herzlichen Dank für diese Plattform, die du mir bietest und für das angenehme Gespräch. Ich danke dir, frohes Schaffen noch. Tschüss. Tschüss.